In der heutigen Newsfolge geht es um Geisterrennen und Zwei-Tage-Rennwochenende, Formel 1 Zwangspause verlängert, Jean Todt darf keine Details zum Ferrari-Motor nennen. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Sportchef Ross Brawn bestätigte, dass einige Rennen ohne Zuschauer stattfinden könnten. Das war ja auch der Plan vom Bahrain Grand Prix, bevor beschlossen wurde, diesen zu verschieben. Laut Brawn soll Juli der Startschuss der Saison mit dem Frankreich Grand Prix sein, denn ein Rennen in Europa zu starten sei klüger als ein Rennen in Übersee. Es gibt noch Chancen, bis zu 19 Rennen in der Saison zu fahren. Sogar ein Start im Oktober sei noch machbar bei einer Mindestanzahl von 8 Rennen, denn erst dann zählt es auch als eine offizielle Weltmeisterschaft. Auch die Idee 2021, die aktuelle Saison zu beenden, steht noch im Raum. Sollte es zu einem Start im Juli kommen, sind 2 Tage Rennwochenenden im Gespräch. Dabei würden sie 3 Rennwochenenden hintereinander fahren, also Tripleheader, gefolgt von einem freien Rennwochenende und dann wieder Tripleheader und so weiter. An die Logistik glauben sie. Straßenkurse sind ein Problem, da sie erst aufgebaut werden müssen und so etwas benötigt seine Zeit, weshalb man permanente Rennstrecken bevorzugt. Das könnten sie innerhalb eines Monats abhalten, da bei einem Geisterrennen der Verkauf von Tickets bzw. das Marketing keine Rolle spielt. Der China Grand Prix soll so ein 2-tägiges Rennen werden und jede Form von Vertauschen wird mit der FIA diskutiert. Die Formel 1-Teams, Liberty Media und FIA haben sich auf eine Verlängerung der Zwangspause geeinigt. Die ursprüngliche Pause waren 3 Wochen, jetzt sind es 5 Wochen. Gegenstimmen gab es per E-Voting nicht. Ferrari und Haas sind seit dem 19. März in der Pause und bis Ende März zogen alle weiteren Teams nach. Auch die 4 Motorenhersteller einigten sich auf eine 3-wöchige Schließung. Am Dienstag verkündete die FIA in einem Statement, dass es 14 extra Tage geben wird. Im sportlichen Reglement steht nun eine Zwangspause für die Monate März bis Mai. Bis einschließlich 3. Mai dürfen die Mitarbeiter von AlphaTauri und Renault nicht in die Fabriken. McLaren, Racing Point und Williams haben einen Teil ihrer Belegschaft freigestellt und diese werden aktuell vom Staat bezahlt. Das könnten die anderen Teams ebenfalls machen. Auch einige Fahrer wie Norris, Sainz, Russell und Latifi verzichten teilweise auf ihr Gehalt, möglicherweise auch Magnussen und Grosjean. Haas wird wie die anderen Teams dasselbe tun und Mercedes will noch abwarten. Aber Zwangsurlaub kommt für sie nicht in Frage, das gleiche gilt wohl auch für Renault und Red Bull. FIA-Präsident Jean Todt würde gerne Details zum Ferrari-Motor und die Sanktionen des Teams veröffentlichen, doch Ferrari erlaubt das nicht. Laut ihm habe die FIA das Richtige getan, um die Vereinbarung an die Öffentlichkeit zu bringen, anstatt sie für sich zu behalten. Wenn sie nichts gesagt hätten, wäre es ihrer Meinung nach falsch gewesen. Er habe Ferraris Konkurrenten dazu gedrängt, gegen die Scuderia zu protestieren. Kommen wir zu Mikes Meinung. An sich finde ich den 2-tägigen Rennwochenendenvorschlag ganz gut, da auch die Logistik eine Rolle spielt. Aber Geisterrennen werden ja für die Veranstalter ein Problem, denn wie sollen sie Geld reinbekommen, wenn kein Zuschauer an der Rennstrecke ist? Das Geld spielt eine entscheidende Rolle. Die Pause macht einfach Sinn, denn man kann absolut nichts machen. Selbst ich als Ferrari-Fan finde es echt schwach und auch lächerlich. Solche Ergebnisse müssen veröffentlicht werden. Das beweist doch, dass da irgendetwas Illegales im Spiel war. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Loserboy. Er fragt, hätte nicht am Wochenende ein FAQ kommen sollen? Das hatte ich vor 2 Wochen schon mal auf Twitter, Discord und in die Community-Funktion auf YouTube gestellt, aber noch einmal für alle zum Mitschreiben. Da mir das Ganze mit den News plus FAQs ein bisschen zu viel wird, kommen die FAQs dann, wenn ich dafür Zeit habe. Das kann am Wochenende sein oder erst im Mai oder auch erst in weit entfernter Zukunft. Da brauche ich echt mal Hilfe, weil ich wirklich alles alleine mache und das schaffe ich nicht mehr. Wenn es jemanden gibt, der mir helfen möchte, kann er mich gerne anschreiben. Ich suche mir dann jemanden heraus und dann geht es hoffentlich bald weiter. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.